Wir alle wissen ja, dass unsere Drogenbeauftragte Marlene Mortler strikt gegen eine Entkriminalisierung von diversen Drogen, vor allem Cannabis, ist. Leider ist auch bekannt, dass ihre Argumentation, mit der sie diese Standpunkte begründen will, meistens ziemlich fragwürdig und zusammenhanglos sind. Gerne widerspricht sie sich selbst in Interviews oder weicht einfach gestellten und dennoch kritischen Fragen aus. In diesem Video beziehe ich mich auf das Interview "Ist Alkohol harmloser als Marihuana, Marlene Mortler?", welches auf dem Kanal Thilo Jung hochgeladen wurde. Ich verlinke alle Quellen, an denen ich mich für dieses Video bedient habe, in der Videobeschreibung. Frau Mortler, welche Droge, ob legal oder illegal, ist die harmloseste? Mortler, welche illegale Droge wollten Sie wissen? Ob legal oder illegal? Ich denke, dass ich die Frage schon mehrfach beantwortet habe, auch hier in diesem Raum. Wir sprechen nicht von, was ist harmlos und was ist weniger oder mehr harmlos bzw. mehr schädlich, sondern in der Regel macht die Dosis das Gift. Das heißt, es kommt auf die Häufigkeit des Konsums an und auf das Alter des Konsumenten. Und gerade beim Thema Cannabiskonsum wird deutlich, dass junge Menschen, Jugendliche, junge Heranwachsende eine absolute Hochrisikogruppe sind. Hier beantwortet Frau Mortler die Frage, welche Droge sie für am harmlosesten halte, damit, dass die Dosis das Gift macht, es also auf den Konsum und den Konsumenten ankomme und nicht auf die konsumierte Substanz. Dass diese Aussage in erster Linie nichts mit der eigentlichen Frage zu tun hat, muss ich, glaube ich, gar nicht erst sagen. Ein übermäßiger Konsum jeder Substanz, sowohl legal als auch illegal, kann natürlich gefährlich werden. Das Argument, dass vor allem die Jugendlichen eine Hochrisikogruppe sind, spricht dennoch für eine Legalisierung. Denn eine Legalisierung könnte einen kontrollierten und geregelten Markt schaffen, der für Minderjährige ähnlich wie beim Alkohol nur noch schwer zugänglich ist. Die Frage bezieht sich darauf, ob Sie behaupten, dass Cannabis harmloser ist als Alkohol oder Tabak oder halt nicht. Und darum können geht Sie uns es sagen, nicht. Wie viele Todesfälle es durch Cannabis gab letztes Jahr? Lieber Herr Jung, die Drogenbeauftragte ist nicht nur dafür zuständig, im Bereich der Drogentoten zu intervenieren bzw. zu hinterfragen, Trends zu erkennen, Maßnahmen zu ergreifen, sondern die Drogenbeauftragte der Bundesregierung ist dafür zuständig, die Gesundheit der Menschen in unserem Land im Auge, im Blick zu behalten. Und da sind wir gerade, mir persönlich gerade, junge Menschen und junge Heranwachsende sehr, sehr wichtig. Hier spricht Frau Mortler erneut die Wichtigkeit des Schutzes der Jugend vor psychoaktiven Substanzen an. Doch ist eine Legalisierung wirklich ein Schutz? Ich bin 14 Jahre alt und konsumiere neben Alkohol keine Drogen regelmäßig. Tatsächlich habe ich keine Mittel, selbst an Alkohol zu kommen. Ich habe zwar einen 16-jährigen Freund, der mir hin und wieder mal ein Sixpack Bier kauft, aber an Spirituosen oder anderen harten Alkohol komme ich nur schwer bis gar nicht. Anders ist dies bei Cannabis. Ich könnte mir, wenn ich wollen würde, jederzeit Marihuana beschaffen. Ich stand bereits oft im Kontakt zu gleichaltrigen Personen, die regelmäßig Cannabis aus unbekannten und nicht nachvollziehbaren Quellen konsumieren und auch schon mir Marihuana angeboten haben. Ich halte die Illegalisierung für keinen Schutz, im Gegenteil. Es besteht ein Schwarzmarkt mit gestreckten und giftigen Substanzen, an die es leichter zu kommen ist als an legale Drogen. Eine Legalisierung würde den Schwarzmarkt eindämmen und es für Jugendliche definitiv schwerer machen, an psychoaktive Substanzen zu kommen. Denn in einer Zeit, wo ich in der Schule zum Beispiel für das Leben lerne, brauche ich alle Kraft und Energie, um mich für meine Zukunft vorzubereiten. Und in Deutschland, das wissen wir, ist die Zukunft besser oder kann die Zukunft besser sein als in vielen anderen Ländern weltweit. Und deshalb ist es so wichtig, nicht leichtfertig das Thema zu behandeln. Ja, aber ist es harmloser für einen Jugendlichen zu kiffen oder zu saufen? Ich habe die Frage schon beantwortet. Nee. Nein, Frau Mortler, haben Sie nicht. Sie haben nun schon zum zweiten Mal keine Droge genannt, die in Ihren Augen harmlos ist, sondern sind der Frage erneut, indem Sie auf den Konsum und die Konsumenten eingegangen sind, ausgewichen. Frau Mortler, Sie sagten ja gerade in Bezug auf Alkohol, Cannabis, Tabak, dass die Menge und der Zeitraum entscheidend ist beim Konsum, also die Dosis macht's. Was halten Sie denn für einen verantwortungsvollen Rausch? Also wie kann man den Leuten zum Beispiel einen verantwortungsvollen Cannabis-Rausch beibringen? Das meine ich aber jetzt nicht ernst, oder? Absolut. Sie mögen zu denen gehören, denen Cannabiskonsum offensichtlich nicht schadet. Aber mein Blick gilt denen... Sie sollten mir jetzt keinen Cannabiskonsum unterstellen. Ich möchte nur, dass Sie über den Konsum Bescheid wissen. Ja, lassen Sie mich weiterreden. Mein Blick gilt denjenigen, die
ernsthafte Probleme haben. Es mag sein, dass es dem einen nicht schadet. Das ist ja bekannt, das ist ja nichts Neues. Aber ich muss mich als Drogenbeauftragte um die jungen Menschen kümmern, die zweifelsfrei Probleme haben. Und ich kann nur immer wieder auf die Einrichtungen verweisen, ob ambulant oder stationär, wo junge Menschen behandelt werden müssen, weil sie psychosoziale Probleme haben. Diese Jugendlichen hätten diese Probleme wahrscheinlich nicht, wenn von Anfang an ein kontrollierter Markt mit Mindestalter für den Erwerb von Cannabis existiert hätte. Weil sie eine bedenkliche Entwicklung haben, sprich der Tagesablauf, die Tagesstruktur nicht mehr wichtig ist, sondern nur die Frage nach dem nächsten Päckchen, weil ihnen so viel am Leben abgeht, nämlich der Sport. Nichts ist wie für viele andere Kinder wichtig, die Musik, vieles bleibt auf der Strecke. Und das Thema Depressionen und so weiter, Psychosen, habe ich angesprochen. Und immer mehr Studien weisen darauf hin, dass aufgrund des erhöhten THC-Gehaltes, aufgrund dieser Legalisierungsdebatte, die ist den jungen Menschen dann andererseits wieder leicht macht, zu sagen, die sagen doch alle, das ist harmlos, wir auf einen falschen Weg geraten. Der THC-Gehalt, der auch wie von Frau Mortler beschrieben für Psychosen verantwortlich ist, ist tatsächlich durch die private und durch den Rechtsstaat unkontrollierte Zucht der Marihuana-Pflanzen für den Schwarzmarkt gestiegen. Somit ist das ein weiterer Punkt für die Legalisierung. Wäre Cannabis legal, wäre eine kontrollierte Zucht und damit auch eine Bestimmung und Kontrollierung des THC-Gehalts möglich. Das waren so ziemlich alle Punkte, zu denen ich mich äußern wollte. In der Videobeschreibung sind meine Quellen sowie Videoempfehlungen verlinkt. Falls euch das Thema interessieren sollte, schaut weiter auf meinem Kanal vorbei, da werden weitere Videos zu diesem Thema und zu unserer Drogenpolitik kommen.